Wie hoch darf der zukünftige Zinssatz sein, wenn verglichen zur aktuellen, zum Beispiel 10-jährigen Zinsbindung, damit sich das Ganze rechnet? Das ist eine ganz pfiffige Frage und ich beantworte es jetzt mal. Da gibt es Programme im Internet natürlich für, aber ich beantworte es mal so. Ich habe in der Vergangenheit häufig 15- und sogar 20-jährige Zinsbindungen gemacht und es war jedes Mal im Grunde zu teuer und ich habe dann die Möglichkeiten genutzt, die im bürgerlichen Gesetzbuch drin stehen. Das heißt, ich konnte nach 10 Jahren kündigen mit einer halbjährigen Kündigungsfrist. Und habe dann entsprechend umgeschuldet, bin dann auch zu einer anderen Bank gegangen und habe dann wieder 10 Jahre festgemacht, weil ich eigentlich jedes Mal, egal ob bei 15-jähriger oder 20-jähriger Zinsbindung, praktisch 10,5 Jahre zu viel bezahlt habe. Also ganz klare Empfehlung, ich bin Fan der 10-jährigen Zinsbindungsfrist.